die Sonne. Seit über 4,5 Milliarden Jahren versorgt sie uns mit Licht und Energie. Doch leider ist auch ihr Dasein endlich. Die Erde wird eines Tages buchstäblich von ihr verschluckt werden. Wenn die Sonne 100-mal heller scheint als jetzt, wird die Erdoberfläche schmelzen und alle Kontinente werden sich in riesige Meere aus Lava verwandeln. Die Erde wird unbewohnbar sein. Der Tod der Sonne wird gravierende Folgen für unsere kosmische Umgebung haben. Wir sind auf sie angewiesen. Schließlich befindet sie sich genau im Zentrum unseres Sonnensystems. Diese riesige Gaskugel mit Kerntemperaturen von bis zu 15 Millionen Grad Celsius ist so groß, dass die Erde über 1 Million Mal in ihr Platz hätte. Die Sonne ist ungefähr 150 Millionen Kilometer von der Erde entfernt. Und daher herrschen bei uns die idealen Temperaturen, um Leben zu ermöglichen. Es ist die ideale Distanz, um unsere Ozeane und das üppige Leben auf der Erde zu erhalten. Unser Überleben hängt in großem Maße von der Sonne ab. Die Pflanzen brauchen die Energie der Sonne zur Photosynthese, durch die sie wachsen. Die Menschen und Tiere brauchen die Pflanzen als Nahrung. Und die Tiere werden schließlich zur Nahrung der Menschen. Wir gewinnen aus abgestorbenen Pflanzen auch fossile Brennstoffe. Der Wind entsteht durch Sonnenwärme. Die Solarenergie ist überall. All diese lebensspendende Energie wird im Kern der Sonne erzeugt. Er gleicht einem gigantischen Kernreaktor, der zu 3/4 aus Wasserstoff und sonst aus Helium und schwereren Elementen besteht. Im Kern verschmelzen Wasserstoffkerne zu Heliumkernen. Durch die sogenannte Kernfusion entsteht Strahlungsenergie. Nehmen wir an, dieses Auto ist ein neugeborener Stern wie die Sonne. Am Anfang hat jeder Stern einen vollen Tank. Wenn ich mein Auto mit Benzin fülle, ist das, als wenn in der Sonne der Wasserstoff durch die Gravitationskräfte zusammengepresst wird und einen heißen, dichten Kern bildet. Ähnlich wie beim Auto, wo durch die Verbrennung von Benzin Bewegungsenergie entsteht, erhält ein Stern seine Energie durch die Verschmelzung von Wasserstoffkernen zu Heliumkernen. Doch auch die Sonne wird irgendwann keinen Treibstoff mehr haben. Und dann wird die Erde ohne ihre wichtigste Energiequelle auskommen müssen. In der Sonne wird extrem viel Wasserstoff zu Helium verschmolzen. Daher ist klar, dass irgendwann kein Wasserstoff mehr übrig sein wird. Vergleichbare Sterne, die wesentlich älter als die Sonne sind, sterben jetzt. Um die Zukunft unserer Sonne zu ergründen, müssen wir zu ihren Ursprüngen zurückkehren. Dieser sogenannte planetarische Nebel aus Gas und Sternenstaub entsteht aus den Überresten toter Sterne. Bei genauer Betrachtung fällt auf, dass diese Nebel die Geburtsstätte für Sterne wie unsere Sonne sind. Vor ungefähr 4,5 Milliarden Jahren wurde in unserer Galaxis ein gigantischer Nebel aus Gas und Sternenstaub durch die Gravitationskräfte komprimiert. Schließlich zerfiel der Nebel durch die Gravitation und es wurden große Mengen Energie frei. Die Temperatur stieg an und im Zentrum wurde durch Kernreaktionen Wasserstoff in Helium umgewandelt. Ein Stern war geboren. Die Reste des planetarischen Nebels wirbelten um die Sonne herum. Die Teile kollidierten und verbanden sich zu den 8 Planeten unseres Sonnensystems. Darunter die Erde. Es setzten Sternwinde ein, die alles noch herumschwebende Material davonwehten. Übrig blieben die heutigen Planeten und andere Teile, die mit den Planeten zusammenstießen und sich mit ihnen verbanden. Unter den Milliarden von Sternen im Universum ist die Sonne ein recht durchschnittlicher Stern.
Es gibt Sterne, deren Masse ein Hundertfaches der Sonne erreicht. Und die echte Farbe der Sonne ist nicht die, die wir bei deren Auf- und Untergang sehen. Die Sonne ist eigentlich ein weißer Stern und nicht gelb. Sie ist so weiß wie dieses Auto hier. Es stimmt, dass die Spitze ihres Lichtspektrums gelblich ist. Aber das Spektrum enthält auch blaue, grüne, orangefarbene und rote Teile. Und all diese Farben zusammen werden von unserer Retina und unserem Gehirn als weiß empfunden. Es gibt durchaus Parallelen zwischen Mensch und Sonne. In ihrer Jugend war die Sonne äußerst aktiv und unberechenbar. Wir haben Überraschendes herausgefunden, nämlich dass junge Sterne viel schneller rotieren als ältere. Früher drehte sich die Sonne in weniger als einem Tag einmal um sich selbst. Heute ist sie viel langsamer. Es muss in ihrer Anfangszeit gewaltige Sonneneruptionen gegeben haben, bei denen Teilchen bis zur Erde geschleudert wurden. Momentan befindet sich die Sonne im mittleren Alter und ist weniger aktiv als früher. Trotzdem erzeugt sie noch viel Energie. Die Sonne ist jetzt etwa 4,5 Milliarden Jahre alt und hat damit ungefähr die Hälfte ihrer geschätzten Lebenszeit erreicht. Sie ist wie ein Auto, das noch ungefähr einen halbvollen Tank hat. Der Treibstoff, den die Sonne in unendlichen Mengen verbrennt, besteht aus Helium, das sich aus Wasserstoff bildet. Sie erzeugt unglaubliche Energiemengen. Es ist, als ob jede Sekunde eine 90 Milliarden Megatonnen Bombe explodiert. Auf der Erde kommt nur ungefähr ein 2-Milliardstel der Energie an, die die Sonne produziert. Sie erzeugt jeden Tag genug Energie, um 29 Millionen Milliarden 100 Watt Glühbirnen eine Stunde lang zum Leuchten zu bringen. In der Sonne wird unvorstellbar viel Energie erzeugt. Unsere Sonne wird während ihrer ganzen Lebenszeit, die auf insgesamt 12 Milliarden Jahre geschätzt wird, Energie erzeugen. In den 1990er Jahren gelang es, durch wissenschaftliche Analysen der Masse und Helligkeit der Sonne sowie durch Untersuchungen ihrer Schallwellen, ihr Alter und ihre voraussichtliche Lebensdauer zu berechnen. Die Sonne ist lichtundurchlässig. Das klingt komisch, weil ja das Licht von ihr kommt. Aber deswegen war es bis vor kurzem unmöglich, das Innere der Sonne zu untersuchen. Doch durch die neuen Methoden der Helioseismologie kann man mit Hilfe von Schallwellen tief in die Sonne eindringen und sie erforschen. Daher wissen wir jetzt ziemlich viel über die innere Struktur der Sonne und haben mehr über ihr Alter und ihre Entwicklung herausgefunden. Seltsamerweise ist unsere Sonne heute 30% heller als bei ihrer Geburt. Und in Zukunft wird sie noch an Kraft und Helligkeit gewinnen. Unser Klima wird maßgeblich von der Sonne beeinflusst. Wenn man sich also über den Klimawandel und die Zerstörung der Erdatmosphäre durch den Menschen Gedanken macht, muss man auch bedenken, dass nach neuesten Schätzungen ungefähr 20% der Erderwärmung durch die Sonne verursacht werden. In einer Milliarde Jahren wird die Sonne 10% heller sein. Und unser Planet wird sich um 38 Grad erwärmen. Wenn die Luftfeuchtigkeit hoch ist, wird viel Infrarotstrahlung und Wärme an der Erdoberfläche festgehalten. Es ist, als ob man eine Decke über die Erde legt. Das Dumme ist, dass durch die Erderwärmung immer mehr Wasser in den Meeren verdunstet und dadurch immer mehr Wärme produziert wird. Und dieser Prozess setzt sich kontinuierlich fort und kann außer Kontrolle geraten. Man nennt das den Treibhauseffekt. Dieser durch einen ungebremsten Treibhauseffekt verursachte Temperaturanstieg wird das Leben auf der Erde gefährden. Große Teile der Menschheit werden sich tagsüber in unterirdischen Räumen aufhalten müssen und werden nur nachts, wenn es abkühlt, an die Erdoberfläche kommen können.
Doch irgendwann wird es überall zu heiß sein. Es ist absehbar, was uns erwartet. Dazu muss man lediglich die Venus betrachten. Sie ist nur 30% näher an der Sonne als die Erde. Aber dort ist es ungefähr 400 Grad heißer als hier. Uns fehlt noch die Technologie, um auf der Venus zu überleben. Aber wir wissen, was zum Überleben nötig wäre. Man müsste es schaffen, sich irgendwie vor der großen Hitze zu schützen. In 3 Milliarden Jahren wird die Helligkeit der Sonne um 40% zunehmen. Dann werden die Ozeane austrocknen. Und die Erde wird sich in eine riesige Wüste verwandeln. Die Sonne wird zu diesem Zeitpunkt ungefähr 3/4 ihrer Vorräte an Wasserstoff in Helium verwandelt haben. Wie in diesem Auto wird ungefähr noch 1/4 Treibstoff übrig sein. Die Sonne wird dann viel heller und größer sein als jetzt und wird der Erde richtig einheizen. Doch der solare Albtraum wird dann noch lange nicht ausgestanden sein. Wenn sich die Sonne ihrem 10-milliardsten Geburtstag nähert, werden sich dramatische Dinge ereignen. Würde es den endgültigen Untergang der Menschheit bedeuten, wenn die Sonne den ganzen Horizont ausfüllt? Das Schicksal der Sonne scheint festzustehen. Im Alter von 10 Milliarden Jahren wird sich kein Wasserstoff mehr in ihrem Kern befinden. Sie wird langsam von der Bildfläche verschwinden. Sollten die Bewohner der Erde bis dahin nicht durch die globale Erwärmung oder andere Katastrophen ausgelöscht worden sein, dürfte es für sie spätestens zu diesem Zeitpunkt sehr ungemütlich werden. Nachdem der Wasserstoff im Sonneninneren verbrannt worden ist, wird die Sonne sich kurzzeitig zusammenziehen, da der Strahlungsdruck nach außen schwächer sein wird als die Gravitationskraft nach innen. Die Wasserstofffusion wird nun ausschließlich in der bisher inaktiven Wasserstoffhülle um den Kern stattfinden. Dabei werden große Energiemengen entstehen und die Sonne wird sich wieder ausdehnen. Das bedeutet, dass die Sonne enorm an Kraft gewinnen und auch viel heller strahlen wird. Durch die Fusion in der Wasserstoffhülle wird so viel Energie und Druck entstehen, dass sich der Kern zusammenziehen wird. Gleichzeitig werden die äußeren Schichten der Sonne sich ausdehnen und die Sonne wird sich in einen roten Riesen verwandeln. Ein roter Riese ist ein Stern, der seine Wasserstoffvorräte im Kern aufgebraucht hat. Dort entstehen dabei große Mengen an schwerem und dichtem Helium. Ein durchschnittlicher Stern wie die Sonne wird die letzten 2 Milliarden Jahre seines Lebens als roter Riese verbringen. Man nennt die Sonne dann einen roten Riesen, weil ihre Oberfläche durch die stetige Ausdehnung so groß sein wird, dass sie sich abkühlt. Und kältere Sterne wirken röter. In ihrer Anfangsphase als roter Riese wird sich die Sonne enorm verändern. Sie wird sich um das 20- bis 30-fache aufblähen und wird fast 100-mal heller werden. Während sie wächst, werden in der Hülle um den inaktiven Heliumkern große Mengen von Wasserstoffatomen verschmolzen. Demzufolge wird im Kern noch mehr Helium entstehen. Durch den großen Druck wird der Kern der Sonne immer heißer und wird sich immer weiter zusammenziehen. Gleichzeitig wird die Sonne sich insgesamt stetig ausdehnen. Wenn der Kern dann extrem heiß ist, wird sich das Helium in einem Heliumblitz explosionsartig entzünden, so wie beim Anzünden eines Gasgrills. Die entzündeten Heliumatome sind nun so heiß, dass sie verschmelzen und daraus im Kern der Sonne Sauerstoff und Kohlenstoff entstehen.
So wird die Sonne kurzfristig neue Energie gewinnen. Jetzt stecke ich also in der Wüste fest und habe kein Benzin mehr. Aber ich habe ja im Kofferraum noch einen Ersatzkanister. Mit diesem Benzin kann ich noch ein bisschen weiterfahren. Und so ähnlich ist es auch bei der Sonne, während sie ein roter Riese ist. Ihr wird der Wasserstoff als Treibstoff ausgehen. Doch durch das Helium, aus dem sich mehrere 10 Millionen Jahre lang Kohlenstoff und Sauerstoff bilden werden, kann sie länger überleben. Am Ende der ersten Phase als roter Riese wird in der dem Untergang geweihten Sonne das stabile Heliumbrennen beginnen. Sie wird sich dabei erhitzen und für kurze Zeit etwas schrumpfen. Das passiert, weil der Übergang zum roten Riesen eigentlich in zwei Phasen abläuft. In der zweiten Phase wird im Sonnenkern kein Helium mehr vorhanden sein, sondern nur noch Kohlenstoff und Sauerstoff. Der Kern wird sich daraufhin abermals zusammenziehen und erhitzen. Doch das Helium wird in der Hülle um den Kern weiterhin fusionieren und dabei auch Kohlenstoff und Sauerstoff im Kern erzeugen. Und in der äußersten Schicht der Sonne werden sich die letzten Wasserstoffreste weiter in Helium verwandeln. Als roter Riese wird die Sonne sich stark vergrößern. Sie wird dabei den Planeten Merkur verbrennen und förmlich verschlucken. Dasselbe wird mit der Venus passieren. Nachdem kein Kohlenstoff mehr aus dem Helium entsteht, wird der Kern ein zweites Mal schrumpfen und die äußeren Schichten werden sich zum zweiten Mal ausdehnen. Die Sonne wird sehr instabil sein. Während des zweiten Stadiums als roter Riese wird die Sonne sich wie ein klopfendes Herz zusammenziehen und wieder vergrößern. Diese Pulsierbewegungen werden alle paar hundert oder tausend Jahre einsetzen, mit verheerenden Folgen für einige Planeten. Merkur und Venus werden sicher von der Sonne verschluckt werden. Die Frage, ob die Erde dasselbe Schicksal erleiden wird, hat allerdings heftige Debatten in der Fachliteratur ausgelöst. Groß genug dafür wäre die Sonne dann sicherlich. Was tatsächlich mit der Erde passieren wird, ist ungewiss, da sie eventuell gerade noch weit genug entfernt ist, um nicht verschluckt zu werden. Astronomen haben jetzt die Chance, Voraussagen über die Zukunft der Erde zu machen. Hierzu dienen die Teleskopaufnahmen vom roten Riesen Cassini, der ungefähr 50 Lichtjahre von der Erde entfernt ist. Cassini steht kurz vor dem Ende seiner Phase als roter Riese. Der Stern ist stark gewachsen und wird in den letzten Millionen Jahren seiner Existenz alle 400 Jahre größer und heller werden und sich danach wieder verkleinern und verdunkeln. Wenn der gigantisch aufgeblähte Stern Cassini unsere Sonne wäre, hätte er jeden Planeten bis zum Mars vernichtet. Darunter natürlich auch unsere Erde. Man weiß nicht, was passiert, wenn die Sonne das Zeitliche segnet, da der Mensch noch nicht lange genug existiert hat und auch nicht lange genug existieren wird. Um das herauszufinden, müssen wir andere Sterne untersuchen. Bei der Beobachtung anderer sterbender Sterne ist man zu überraschenden Erkenntnissen über die langfristige Zukunft der Sonne und unseres Sonnensystems gelangt. Bislang wurde angenommen, dass die Erde in einem brennenden Inferno untergehen wird. Sollten allerdings im Kosmos die richtigen Bedingungen herrschen, könnte der Erde nach neuesten Erkenntnissen ein anderes Schicksal blühen. Alles ist endlich. In ungefähr 5 Milliarden Jahren wird unsere Muttersonne ihren planetaren Nachwuchs sich selbst überlassen. Dabei wird sie auf ihre hundertfache Größe anschwellen und die Planeten Merkur und Venus verschlingen. G
Gegen Ende der zweiten Phase als roter Riese wird die Sonne sich mehrmals aufblähen und wieder zusammenziehen. Jedes Mal, wenn sie größer wird, könnte sie dabei die Erde verschlucken. Unter gewissen Umständen könnte unser Planet aber verschont bleiben. Es gibt das Phänomen des Sonnenwinds, bei dem Plasmateilchen aus den äußeren Schichten der Sonne in den interstellaren Raum strömen. Wenn die Sonne zu einem roten Riesen anwächst, werden die äußeren Schichten ihrer Atmosphäre noch instabiler sein als ohnehin schon. Das wird den Einfluss des Sonnenwinds stark erhöhen. Berechnungen zufolge könnte die Sonne 30% ihrer Masse durch Sonnenwinde verlieren, sodass die Erde sich aufgrund der dann geringeren Anziehungskraft in sicheres Territorium bewegen würde. Wenn die Sonne einen Teil ihrer Masse einbüßt, wird der Radius der Umlaufbahn der Erde durch die gesunkene Gravitationskraft größer werden. Der Radius könnte so weit anwachsen, dass wir eventuell verschont und nicht verbrannt werden. Und trotzdem wird die Erde in Gefahr sein. Denn auch wenn die Sonne an Masse verlieren sollte, könnten die Gezeitenkräfte zwischen Erde und Sonne unserem Planeten das Leben schwer machen. Hier werden zwei Kräfte gegeneinander wirken. Auf der einen Seite wird die Sonne mit zunehmendem Alter an Masse verlieren. Dadurch wird der Radius der Umlaufbahn größer werden und die Erde wird sich von ihr entfernen. Auf der anderen Seite werden sich aufgrund der Nähe zwischen Sonne und Erde auf der Sonne sogenannte Flutberge bilden. Diese Flutberge aus Gas werden das Gravitationsfeld der Sonne verändern, was bedeutet, dass die Erde auf ihrer Umlaufbahn langsamer wird und sich wieder in Richtung der Sonne bewegt. Das heißt, entweder werden wir uns aufgrund des Massenverlusts der Sonne weit genug entfernen, oder wir werden aufgrund der veränderten Gravitation von ihr verschluckt. In 5 bis 6 Milliarden Jahren wissen wir mehr. Vielleicht wird die Erde überleben. Eine Gruppe internationaler Astronomen hat einen Planeten außerhalb unseres Sonnensystems entdeckt, der den Tod seines Muttersterns überstanden hat. Dieser Exoplanet ist mindestens 3-mal so groß wie der Jupiter und dreht sich um den mit der Sonne vergleichbaren Stern V391 Pegasi. Es gibt Exoplaneten, die nicht zerstört wurden, obwohl ihr Mutterstern zu einem roten Riesen geworden ist. Darunter ist der Exoplanet des Sterns V391 Pegasi. Dieser Exoplanet mag zwar einen der Erde ähnlichen Kern haben, in dem auch Eisen vorhanden ist, doch hauptsächlich besteht der Planet aus Gas und Flüssigkeit. V391 Pegasi und sein Exoplanet sind ungefähr 145 Millionen Kilometer voneinander entfernt. Das entspricht der Distanz zwischen Erde und Sonne. Die Astronomen nehmen an, dass der Exoplanet überlebt hat, weil sein Mutterstern an Masse verloren hat und er sich durch die geringeren Gravitationskräfte von ihm wegbewegte. Der Planet, der um V391 Pegasi kreist, scheint einer jener Planeten zu sein, der sich genau auf der Grenzlinie zwischen Zerstörung und Überleben bewegt hat. Dass ein Planet sich in dieser Distanz zu seinem Mutterstern befindet, kommt aber sehr selten vor. Eigentlich dürfte der Planet gar nicht mehr existieren, oder er müsste viel weiter weg sein. Um in dieser Entfernung von einem roten Riesen zu überleben, braucht ein Planet schon sehr glückliche Umstände. Ein Planet hat also überlebt. Das war aber in einem anderen Sonnensystem. Dazu kommt, dass der Planet sehr groß ist, größer als der Jupiter. Deswegen hatte er wahrscheinlich bessere Überlebenschancen als ein kleiner Planet wie die Erde. Man nimmt an, dass große Teile der Atmosphäre des Exoplaneten, der um V391 Pegasi kreist, durch den von seinem Mutterstern verursachten Sonnenwind ins All geschleudert wurden. Allerdings hatte dieser Gigant aus Gas aufgrund seiner hohen Masse weniger zu befürchten. Wenn man davon ausgeht, dass diesem Planeten eine oder mehrere Erdmassen an Gewicht verloren gegangen sind, kann man logischerweise sagen, dass die Erde solch einen Vorgang nicht überleben würde. Natürlich ist ein Planet aus Gas wie der Jupiter nicht bewohnbar, aber die Vorstellung, dass er der Sonne standhalten würde, ist trotzdem faszinierend. Die Tatsache, dass der Exoplanet, der um V391 Pegasi kreist, noch existiert,
beweist nicht wirklich, ob die Erde das Ableben ihrer Sonne überstehen würde. Aber eines scheint klar. Schon lange bevor unsere Sonne zu einem roten Riesen mutiert, wird sie unseren Planeten unbewohnbar machen. Deshalb werden die Bewohner der Erde sich schon Jahrmilliarden vorher eine neue Heimat suchen müssen. Wenn Sie, liebe Zuschauer, in einer Milliarde Jahren noch auf der Welt sind, würde ich Ihnen einen Umzug auf den Mars empfehlen. Der Mars wäre dann nicht mehr so kalt wie jetzt und es würden dort etwas angenehmere Temperaturen herrschen. Sie könnten die dort eventuell vorhandenen unterirdischen Wasservorräte anzapfen und sich auf dem Mars zur Ruhe setzen. Aber der Umzug auf den Mars wäre nicht unkompliziert. Denn obwohl er etwas wärmer wäre als heute, würden dort einige zum Leben notwendige Dinge fehlen. Der Mars hat keine Atmosphäre. An seiner Oberfläche herrscht auch nicht der nötige Druck, damit Wasser flüssig bleibt. Es gibt dort auch keinen Sauerstoff. Nur weil sich ein Mond oder Planet in der habitablen Zone befindet, heißt das nicht, dass er auch bewohnbar ist. Wenn ich die Besiedelung des Mars planen würde, würde ich dafür sorgen, dass dort Pflanzen wachsen. Man bräuchte natürlich auch Sauerstoff. Und im Allgemeinen müsste der Mars etwas einladender für uns werden. In seinem Geltungsdrang hat der Mensch diesen Vorgang Terraforming genannt. Das bedeutet, einen anderen Planeten nach dem Abbild der Erde zu gestalten. Auch wenn es dem Menschen der Zukunft gelingt, den Mars bewohnbar zu machen, wäre dieser nur eine kurzfristige Heimat. Denn die Sonne wird kontinuierlich wachsen und die habitable Zone noch weiter nach außen verschieben. Wenn die Sonne zu einem roten Riesen wird, werden die Erdlinge wohl erneut umziehen müssen. Dann wahrscheinlich auf die wasserreichen Monde von Jupiter oder Saturn. Doch auch dies wird nicht einfach. Wenn sich das Dasein der Sonne als roter Riese dem Ende nähert, wird sie sehr schnell viel heller und größer. Daher wird der Mensch sich viel öfter eine neue habitable Zone suchen müssen. Das Problem, das dabei entsteht, wird die Frage sein, wen man denn in die neue Heimat mitnimmt. Es ist ja schlecht möglich, die ganze Menschheit in ein Raumschiff zu packen. Der Kampf um die Plätze wird sicher problematisch. Anstatt die Erde zu verlassen, bevor die Sonne anfängt zu mutieren, wäre es auch möglich, unseren Planeten einfach zu verschieben. Diese Idee mag sich wie Science Fiction anhören, wird aber von einigen Wissenschaftlern ernsthaft in Erwägung gezogen und überprüft. Predictions about our sun's demise are widely accepted. In about 5 billion years, our star will begin a long, violent death. As it mushrooms into a red giant, it will vaporize planets Mercury, Venus, and most likely, Earth. If human-type civilizations still exist, they will have already relocated to the outer solar system. And they may have even hauled Earth away with them. Dazu braucht er allerdings den geeigneten Umzugswagen. Man könnte die Erde langsam in sicherere Gefilde bewegen, indem man einen Asteroiden um sie kreisen lässt, sodass dieser die Erde durch die Gravitation nach außen zieht. Zurzeit prüfen Fachleute die Möglichkeit, die Erde mit Hilfe von bemannten oder unbemannten Raketen zu bewegen. Um den Asteroiden in Position zu bringen, müsste man entweder Sonnensegel oder eine Rakete mit Fusionsantrieb einsetzen. Vielleicht werden wir in einer Milliarde Jahren ja auch viel besser geeignete Technologien entwickelt haben. Forschungen haben ergeben, dass ein Asteroid die Erde alle 6000 Jahre umrunden müsste, damit sie sich kontinuierlich von der Sonne entfernt. Dies müsste man über einen Zeitraum von ein paar Millionen Jahren wiederholen. Dann würde die Erde von ihrer Umlaufbahn abdriften und stets in der habitablen Zone bleiben.
Auch wenn man die Erde quasi umleiten könnte, würde ihr dennoch Unheil drohen. Gegen Ende der zweiten Phase als roter Riese wird das wilde Pulsieren der Sonne nachlassen, da sie zu diesem Zeitpunkt schon einen Großteil ihrer Atmosphäre verloren haben wird. Das bedeutet auch, dass ihre Energiereserven zur Neige gehen werden. Die Sonne wird eine geringere Masse haben. Dadurch wird die Gravitation die dünne Heliumschicht im Inneren weniger stark komprimieren, was die Heliumschicht-Temperatur unempfindlich machen wird. Dabei wird die Sonne insgesamt kleiner werden und sich blau färben. Je mehr Masse die Sonne verliert, umso weniger Kernreaktionen finden dort statt. Der Treibstoff geht ihr also aus und sie wird immer weiter schrumpfen. Im Gegensatz zu anderen Sternen wird die Sonne nicht mit einem großen Knall von der Bildfläche verschwinden. Einige Sterne zerstören sich in einer gigantischen Supernova-Explosion selbst. Dabei strahlen manche heller als eine ganze Galaxie. Aber warum wird die Sonne bei ihrem Tod kein Feuerwerk entzünden? Genau das wollte auch ein Zuschauer von uns wissen. Er schrieb: Warum wird es beim Tod unserer Sonne keine Supernova geben? Ich persönlich bin froh, dass die Sonne nicht als Supernova explodieren wird. Es gibt zwei Gründe. Erstens hat die Sonne nicht genug Masse, um von sich aus zu explodieren. Dazu müsste sie ungefähr 8 bis 10 Mal schwerer sein. Und zweitens hat die Sonne keinen Begleitstern. Dieser würde sie sozusagen mit neuer Masse füttern. Sie würde instabil werden und explodieren. Im letzten Lebensabschnitt unserer Sonne wird sich ihre äußere Hülle in einen planetarischen Nebel aus Gas verwandeln und im All verschwinden. Zurück bleibt ihr glühender weißer Kern, auch weißer Zwerg genannt. Als weißer Zwerg wird sie ungefähr die Hälfte ihrer ursprünglichen Masse haben und etwa so groß sein wie die Erde. Sie wird genauso viel thermische Energie produzieren wie vorher. Nur wird sie diese, weil sie so klein ist, nicht mehr abgeben. Weiße Zwerge sind zwar klein, haben aber eine enorme Dichte. Man stelle sich die Sonne mit der Größe der Erde, aber ihrer ursprünglichen Masse vor. Ein winziges Stück von einem weißen Zwerg, so groß wie dieses Handy, ist ungefähr so schwer wie ein Elefant. Ein weißer Zwerg hat eine wahnsinnige Dichte. Natürlich ist er im Vergleich zur heutigen Sonne sehr klein. Unsere Sonne wird sich als weißer Zwerg zur Ruhe setzen und die nächsten paar Milliarden, wenn nicht Billionen Jahre von ihren Vorräten an thermischer Energie leben. Ein weißer Zwerg ist wie ein Auto im Leerlauf. Es hat zwar kein Benzin mehr, rollt aber durch seine Bewegungsenergie weiter. Ein solcher Stern erzeugt keine neue Energie, sondern bedient sich der in seinem heißen Kern gespeicherten Reserven. Diese Reserven entstehen durch Kernreaktionen während der Jugend des Sterns. Er wird also wie dieses Auto eine Zeit lang ohne Benzin weiterrollen und dann irgendwann stehen bleiben. Nachdem die Sonne sich in einen weißen Zwerg verwandelt hat, wird alles, was noch im Sonnensystem übrig ist, langsam abkühlen. Die Reste des Sonnensystems werden ewig um die dann ruhige und kalte Sonne weiterkreisen. Dieser weiße Zwerg wird also immer kühler und dunkler. Da er keine neue Energie produziert, wird das ganze Sonnensystem allmählich einfrieren. Doch was wird mit der Erde geschehen, wenn die Sonne keine Lebenszeichen mehr von sich gibt? Während ihres Niedergangs wird die Sonne zuerst unerträglich heiß und später unerträglich kalt werden. Diese Wanderung vom Backofen in die Tiefkühltruhe wird die Erde wahrscheinlich nicht überleben.
Je nachdem, wo die Erde sich auf ihrer Umlaufbahn befindet, werden die Temperaturen dort schnell sinken, denn der Weiße Zwerg erzeugt keine Energie mehr durch Kernfusion. Die Erde verliert also ihre Wärmequelle. Wenn wir auf der Erde bleiben, während die Sonne ein roter Riese ist, werden wir gegrillt. Sollten wir während ihrer Phase als Weißer Zwerg auf der Erde bleiben, werden wir tiefgefroren. Nichtsdestotrotz könnte es Stellen geben, an denen ein Überleben möglich wäre. Eventuell sind das die Tiefen der Meere. Anfangs könnte man theoretisch in U-Booten in der Nähe hydrothermaler Quellen leben und sich die geothermale Energie aus dem Erdinneren zunutze machen. Aber nach circa 1 Million Jahren werden die Ozeane zu Eis werden und alles Leben wird zu Ende gehen. Im Stadium als Weißer Zwerg wird die Sonne sich immer mehr abkühlen. Man kann das mit einem Topf auf einer Herdplatte vergleichen. Wenn man den Herd ausschaltet, ist die Energiezufuhr abgeschnitten. Sollte die Erde dann noch existieren, wird sie kaum noch mit neuer Energie versorgt werden. Wenn man also lange genug auf der Erde bleibt, wird man entweder verbrennen oder erfrieren. Ohne die Energie der Sonne sind alle Lebensformen in unserem Sonnensystem dem Tod geweiht. Es gibt jedoch eine Möglichkeit, diese Katastrophe zu verhindern. Dazu müsste man das Unmögliche schaffen und auf der Erde Wasserstoffatome verschmelzen. Im Gegensatz zur Kernfusion ist die Kernspaltung schon erfolgreich auf der Erde durchgeführt worden. Hierbei wird ein Atomkern in mehrere kleinere und leichtere Bestandteile zerlegt. Anwendung findet diese Technik in Kernkraftwerken und beim Einsatz von Atomwaffen. Aber die Verschmelzung mehrerer Atomkerne zu einem größeren und schwereren Kern, wie es im Inneren der Sonne geschieht, ist auf der Erde bisher noch nicht gelungen. Damit so etwas funktioniert, müssten dieselben Bedingungen herrschen wie auf der Sonne. Das heißt, man müsste denselben Druck und dieselben Temperaturen erzeugen wie im Kern der Sonne, der durch ihre Gravitation komprimiert wird. Da wir auf der Erde eine wesentlich geringere Gravitation haben, müssen wir, um das Material so stark zu verdichten, diesen hohen Druck auf andere Weise erzeugen. Am Lawrence Livermore National Laboratory im Norden Kaliforniens versuchen Wissenschaftler zurzeit, einen Stern im Miniaturformat zu erschaffen. Dabei wird der größte Laser der Welt, der so groß ist wie 3 Fußballfelder, auf ein kleines, mit Wasserstoffbrennstoff gefülltes Gefäß gerichtet. Dieses Verfahren nennt man Trägheitsfusion. Die Laserstrahlen treffen auf einen kleinen Hohlkörper, in dem sich eine winzige gefrorene Kugel aus Wasserstoffbrennstoff befindet. Die Strahlen sollen im Hohlkörper eine Schockwelle auslösen, die die Brennstoffkugel so stark wie möglich komprimieren soll. Der riesige Laser wird sich in 192 einzelne Laserstrahlen aufteilen, die auf den zylinderförmigen Hohlkörper treffen werden. Dabei wird die Brennstoffkugel in seinem Inneren implodieren und es kommt zur Kernfusion. Wenn Kernfusion dauerhaft auf der Erde möglich wäre, würde sich alles in unserem Leben verändern. Erst einmal wären wir nicht mehr von der Sonne abhängig. Wir könnten zu jeder Zeit Energie, Wärme und Licht erzeugen. Mit Hilfe von Wasserstoff könnten wir überall im Kosmos leben und eigene Energie produzieren. Wir könnten innerhalb von Tagen anstatt Jahren andere Planeten erreichen. Mittels des Wasserstoffs könnte man auch unbegrenzt Sauerstoff und Wasser gewinnen. Mit Hilfe von Kernfusion und der damit verbundenen Unabhängigkeit von der Sonne könnten also die Erde und ihre Bewohner gerettet werden. Die Sonne aber,
wird ihrem Schicksal nicht entgehen können. Als weißer Zwerg wird sie immer kälter und dunkler werden, bis sie schließlich vom Firmament verschwindet.